auch in diesem Jahr noch wieder, dass wir Markenrechte wurden gesichert. Ey, Warnis, ich glaube, dass nie wieder Varo kommt, weil fucking GRP sich, glaube ich, gar nicht drum kümmert, wa? Also. Ja, ich will ein für alle Mal die Antwort auf die Frage Varo 5 klären. Und zwar fragen sich ja immer viele, ob Varo 5 dieses Jahr noch stattfinden wird. Im Januar dieses Jahres hat German Let's Play sich die Markenrechte Varo und auch Varo News gesichert. Jedoch ist immer noch der Punkt, dass sich das PvP-System seitdem auch nicht wirklich verändert hat und es immer noch das gleiche PvP-System wie vorher ist. Das war nämlich der zweite Punkt, der ebenso bemängelt wurde und weshalb Varo 5 auch teilweise letztes Jahr ausgefallen ist. Und die Meinung ist wirklich einfach gemischt, finde ich. Sie ist ungefähr 50-50. Weil auf der einen Seite hat German Let's Play sich die Markenrechte für Varo und Varo News im Januar dieses Jahres gesichert. Und das ist jetzt keine Sache, wie sich irgendwie vielleicht die Markenrechte für irgendein Bild oder ähnliches zu sichern, sondern wirklich das Patent für Varo und Varo News ist auch erstmal eine kostspielige Sache. Und es wäre natürlich schade gewesen, wenn er sich jetzt beide Markenrechte sichert und das Patent für Varo und Varo News ihm gehört und danach kein weiteres Varo mehr stattfindet. Aber auf der einen Seite spielt German Let's Play auch relativ wenig Minecraft auf seinem Kanal, bis hin zu gar kein Minecraft mehr. Ich fände es trotzdem auf jeden Fall spannend, wieder ein Varo mitzuerleben, denn erstens würde es die MC-Szene nochmal deutlich wiederbeleben und zweitens wäre es auch lustig zu sehen, wie die ganzen Leute dann spielen, wenn die jetzt vielleicht von Fortnite etc. rüberkommen und dann wieder in Minecraft drin sind. Ich würde ein Varo 5 einfach immer noch genauso spannend finden und ich würde es mir echt wünschen, dass es kommen wird, aber ich sehe es im Moment genauso hoffnungsvoll wie auch kritisch, dass es überhaupt noch kommen wird. Also zusammengefasst, die einzige Person, die weiß, ob Varo 5 dieses Jahr stattfinden wird, ist German Let's Play und das ist seine Entscheidung. Ja, willkommen zum zweiten Teil von Top 10 ausgestorbene Varo-YouTuber, sage ich mal. Im ersten Teil haben sich viele Leute beschwert, diese YouTuber sind doch noch aktiv, die machen doch noch aktiv Videos etc. Ich glaube, die meisten Leute haben den Sinn vom ersten Video nicht verstanden. Ich habe in dem Video nämlich erklärt, dass diese YouTuber zwar noch aktiv Content betreiben, jedoch, dass sie aufgrund vielleicht ihrer Schnittart oder so nicht mehr so geguckt werden wie damals und deswegen vielleicht ein bisschen ausgestorben sind. Aber das will ich jetzt in diesem Video hier nämlich einmal von der anderen Seite zeigen. Und zwar werden in diesem Video die Top 10 YouTuber sein, die einfach keine Videos mehr bringen, die in Varo dabei sind, aber die einfach entweder keine YouTuber sind, etc. mehr, aber die man trotzdem einfach noch kennt, dass es einfach so eine Varo-Legenden sind. Und deswegen werde ich das hier nicht anhand einer Statistik bewerten, denn das kann man nicht wirklich anhand einer Statistik bewerten, wirklich die 10 ausgestorbenen Varo-YouTuber, damit meine ich wirklich Leute, die an Varo teilgenommen haben, aber aktuell vielleicht gar kein YouTube mehr betreiben oder nur noch in eine andere Richtung gehen und die man so gar nicht mehr auf dem Schirm hat. Ich finde, das kann man schwerstmöglich in eine Top-10-Liste einreihen und deswegen werde ich einfach nur die 10 Leute aufzählen, da man diese nicht wirklich in eine Reihenfolge festlegen kann, wie im letzten Video. Das Video wird aber auch nochmal in der Beschreibung verlinkt sein. Dort geht es nämlich darum, wirklich um die Leute, die einfach zwar YouTube betreiben, aber eine sehr inaktive Community haben. Aber in diesem Video soll es halt einfach nur darum gehen, dass die YouTuber selber inaktiv geworden sind. Und das kann man nicht wirklich auf Plätzen oder ähnliches bewerten, deswegen ist es lediglich meine eigene Meinung und ich kann euch das nicht statistisch widerlegen, wie im letzten Video. Das verlinke ich euch auch nochmal unten in der Beschreibung, sondern das hier ist einfach nur meine eigene Meinung, wie ich es finde. Welche YouTuber damals bei Varo wirklich Legenden waren, die man aber heute gar nicht mehr so auf dem Schirm hat, weil sie vielleicht gar kein YouTube oder weil sie gar kein YouTube mehr machen, weil sie inaktiv sind oder sonst was. Und sorry, dass das Pre-Intro wieder so lang ging, nur es musste einfach sein, weil es einfach im letzten Video oder im vorletzten Video einfach sehr viele Kommentare gab, die halt wirklich noch zu Unstimmigkeiten geführt haben, die falsch verstanden worden sind, wo das Video falsch verstanden worden ist, etc. Also erst einmal, wenn Leute sagen, das Video wird irgendwie, der Anfang ist extra drin, blablabla, damit das Video so und so lang geht, ich mache meine Videos systematisch. Das bedeutet, ich mache zuerst den Anfang und dann den Hauptteil. Das bedeutet, wie ich den Anfang des Videos mache, habe ich noch überhaupt keine Ahnung, wie lange das Video überhaupt geht. Es sei denn, vielleicht kurze Pre-Intros oder so werden eingefügt. Aber ich mache meine Videos systematisch. Das bedeutet, erst kommt der Anfang und dann die Mitte und dann das Ende. Und was auch viele Leute gesagt haben, wie ich beim letzten Video zum Beispiel Mr. Morgame gelobt habe oder Gamers Time, kamen viele Leute einfach an mit Sachen vor 2 Jahren. Da hat er das mal gemacht, das mal gemacht. Leute, ihr müsst auch mal...
Ihr müsst auch mal verzeihen. Ich sah da tatsächlich über irgendwelche YouTuber, dass sie vor 3 Jahren mal das und das gemacht haben. Ihr müsst auch einsehen, dass Leute sich verändern können. Und auch zur Thematik Mr. Moregame. Klar hat er damals einen Fehler gemacht, aber ich werde jetzt auch nicht weiter auf das Thema eingehen, was er getan hat. Und klar hat Gamers Time einen Fehler gemacht und ich werde auch nicht weiter eingehen, was er damals getan hat. Aber ihr müsst auch realisieren, dass Menschen sich ändern können und dass Menschen, nur weil sie einmal einen Fehler gemacht haben, diesen Fehler nicht immer machen werden. Also jetzt zuletzt noch einmal eine Sache, wenn ihr irgendwie zu irgendeinem Thema was schreiben wollt oder sowas und da im Video was gesagt wurde, dann hört euch das Thema genau an, wie diese Person es meint. Das finde ich allgemein einfach nur wichtig. Von daher genießt jetzt noch den Endkampf und nach dem Endkampf beginnt die Top 10. Ja, es geht los mit Nummer 11. Eigentlich ist es ja eine Top-10-Liste, aber ich habe ein bisschen etwas Spezielles gemacht und ich versuche jetzt ein bisschen schneller zu reden, weil dieses Video oder dieses Pre-Intro allgemein schon extrem lang ging. Also Platz Nummer 11 ist Rotpilz. Es gibt aber in diesem kompletten Video eine Person, die noch aktiv Videos macht und nicht zu diesen Top 10 gehört. Nämlich eine Person macht einfach noch sehr aktiv YouTube. Ihr könnt in den Kommentaren raten oder vielleicht wisst ihr es ja auch schon, welche Person es ist, die immer noch aktiv YouTube macht. Auf Platz Nummer 10 befindet sich Halotri, was ich bei Halotri einfach extrem spannend fand beim Zugucken, dass er sich einfach in der Facecam mitbewegt und den Pfeilen wirklich in Real Life schon fast ausweicht. Aber ja, er hatte vor 2 Jahren sein letztes Video auf seinem Hauptkanal hochgeladen und hatte dort einen neuen Kanal angekündigt. Leider ist er bei diesem Kanal vor über einem Jahr selber ebenso auch inaktiv geworden. Aber ich fand, er hatte einfach wirklich den knappesten Varo-Fight, den es bis jetzt in allen Varos gab. Auf Platz Nummer 9 befindet sich Ari und Ari hat jegliches Videomaterial von ihrem Kanal entfernt und hat alle Videos runtergenommen. Ich werde mich nur auf öffentlich zugängliches Videomaterial beschränken, das bedeutet, falls diese YouTuber oder so ihre Videos runtergenommen haben, wird es dafür einen Grund geben und ich werde keine Reuploads oder ähnliches von anderen in dem Video verwenden. Jedoch gibt es noch ein öffentliches Video von Mr. Morgan, wo man hier kurz Aris Sicht sieht. Sie ist ebenso inaktiv und wie gesagt hat jegliches Videomaterial von ihrem Kanal entweder auf privat gestellt oder komplett gelöscht. Platz Nummer 8 ist Weiß-Weiß und er war zum Zeitpunkt von Varo 17 Jahre alt. Ich weiß nicht, ob er damit die jüngste Person war, die jemals an Varo teilgenommen hat, weil es ebenso noch Leute wie Alphastein und Eiterbeule gibt, wovon ich zwar von einer Person das echte Alter und die echte Stimme anhand eines Teamspeak-Gesprächs mit ihm weiß. Ich weiß es nicht zu 100%, aber ich glaube, er war die jüngste Person, die jemals an Varo teilgenommen hat. Der ehemalige Varo-Teampartner vom Racing-Unglücksraben des Hungaro-Rings, hoffentlich war das ansatzweise richtig ausgesprochen, ist wirklich inaktiv. Er hat seitdem Varo zu Ende ist lediglich ein anderes Video hochgeladen und belegt damit Platz Nummer 7, X2Bination. Platz Nummer 6 belegt der ehemalige GommaHD.net Admin Freaks LP. Er hat es sowohl mit Fortnite als auch mit GTA versucht, aber inzwischen ist er inaktiv geworden und bringt auch keine Videos mehr. Sein letztes Video ist 6 Monate her und war ein Fortnite-Video und ja, es sieht so aus, als wäre er gequittet. Platz Nummer 5 belegt Shuffle LP oder auch Shuffle LP Gaming. Er macht seit 3 Jahren kein YouTube mehr. Platz Nummer 4 ist MCExpert.de. MCExpert.de hat vor einem Jahr noch relativ bis halb aktiv die Tumoya-Turniere auf seinem Kanal hochgeladen. Jedoch ist sein letztes Video 9 Monate her und sein letztes Tumoya-Turnier ist jetzt schon fast ein Jahr her. Er ist auch sehr inaktiv geworden, jedoch existiert sein Server Tumoya.de immer noch. Ebenso inaktiv und bekannt für Sterben im Nether ist sein Freund bei Stegi. Bei Stegi ist öfters noch immer in ein paar Videos von Revi oder anderen Leuten dabei, jedoch war sein letztes Video vor 4 Monaten. Er hat zwar mit Fortnite-Content angefangen, aber ist jetzt auch seit 4 Monaten inaktiv. Oh,
Platz Nummer 2 ist Zoronic HD. Zoronic HD hat ja mit Fitness angefangen, hat jedoch alle seine Videos dazu und auch seine Minecraft- und Gaming-Videos etc. gelöscht. Es würde zwar noch Reuploads geben von seinen Varo-Folgen, jedoch will ich das wie gesagt nicht benutzen, da es natürlich dafür einen Grund gibt, dass er sein Videomaterial gelöscht hat. Deswegen hier nur einmal die Sicht von Gomma HD im Fight gegen Zoronic HD. Sein Kanal hat er in seinen Real-Life-Namen umgenannt, aber hat dort auch alle Videos entweder gelöscht oder auf privat gestellt. Er ist wirklich einer von den alten Leuten, die man noch kennt, von vor 4 bis 6 Jahren. Und Platz Nummer 1 ist ein sehr besonderes Team, und zwar ist es das einzige Team, was jemals zu dritt an Varo teilgenommen hat. Ich glaube, viele von euch haben sie auch gar nicht mehr auf dem Schirm. Und zwar geht es um Porkchop Media. Wie gesagt, hatten sie die Besonderheit, dass sie das erste und letzte Team waren, was jemals zu dritt an Varo teilgenommen hat. Sie hatten dabei die Regel, dass sie ausloggen mussten, sobald irgendwelche Gegner in der Nähe waren. Jedoch war es halt natürlich eine schwierige Situation mit einem Dreierteam in Varo. Ja, das waren jetzt die Top 10. Wie gesagt, eine Person ist nicht inaktiv, die könnt ihr natürlich gerne erraten. Vielleicht wisst ihr sie auch schon. Falls ihr denkt, man hat noch irgendwen vergessen, irgendeine Varo-Legende, die aber inaktiv auf YouTube ist, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Aber jetzt einmal absolut Real Talk. Wer könnte noch die alten Battle-Staffeln von 2012 von Dom the Place? Ich glaube, er war der Grund, warum ich überhaupt vor 5 Jahren mit Minecraft angefangen habe. Und ganz im Ernst, diese Battle-Staffeln. Schreibt es mir bitte in die Kommentare, falls es wirklich Leute gibt, die dieses Feeling gekannt haben, diese Battle-Staffeln damals zu gucken. Die wirklich vor 6 Jahren diese Battle-Staffeln auch mitgeguckt haben. Dieses Feeling, das anzugucken, war krasser als jedes Varo zusammen. Just me.